Ja, wenn man sich die ganze Entwicklung der Fürsorgeerziehung, der Heimerziehung klar machen will, dann muss man sehr weit zurückgehen. Das preußische Fürsorgeerziehungsgesetz wurde im Jahr 1900 verabschiedet und man nannte es auch ganz offen im Untertitel Zwangserziehungsgesetz. Und damals war es ein Gesetz, mit dem der Staat auf abweichendes Verhalten in Anführungszeichen von proletarischen Jugendlichen reagierte. Es gab fast zu 100% nur Jugendliche aus der Arbeiterklasse, aus dem Proletariat in der öffentlichen Erziehung. Es gab natürlich auch Mädchen und Jungen aus den bürgerlichen Mittelschichten, die der Gesellschaft und ihren Eltern Probleme bereiteten. Aber diese Jugendlichen aus den bürgerlichen Schichten, die kamen in die Internatserziehung. Und da man die Erfahrung gemacht hatte, dass man sie nicht schon mit 12 Jahren oder so in den Knast stecken kann, entstand um die Jahrhundertwende die Jugendgerichtsbewegung und die Fürsorgeerziehungsbewegung. Und dann hat man eben besondere Einrichtungen für die gebaut, in der Regel riesige Schuppen, in denen 400, 500 Jugendliche untergebracht waren. Ganz überwiegend, also die Jugendlichen alle gegen ihren Willen, ganz überwiegend auch gegen den Willen der Eltern. Und das wurde dann 1923 auch auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Da wurde das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz verabschiedet. Das war das erste große Gesetz, was die Jugendhilfe, wie wir das heute nennen, damals hieß das Jugendfürsorge, regelte. Und da gab es eine Institution, eine juristische Institution, die hieß die Fürsorgeerziehung, die Anordnung von Fürsorgeerziehung. Und über diese Paragraphen sind die meisten Jugendlichen dann in diese Einrichtungen gekommen. Immer mit einer Begründung, die hieß, die sind verwahrlost oder es droht Verwahrlosung. Und Verwahrlosung war ein unbestimmter Rechtsbegriff in diesem Jugendwohlfahrtsgesetz. Sie können sich vorstellen, was man damit alles anfangen kann mit so einem Begriff, der ist nach allen Seiten hin interpretierbar. Den kann man anfüllen mit sämtlichen moraltheologischen und sexualmoralischen und arbeitsethischen Ideen, die man so hat. Und man kann in diesen Verwahrlosungsbegriff alles reinpacken, was einem nicht passt. Und bevor aber da irgendetwas sich entwickeln und ändern konnte, wurde 1933 die Macht in Deutschland an die Nazis übergeben. Und die fanden dann ein System vor, was vollständig kompatibel war mit ihren Erziehungsvorstellungen und ihrer Auffassung vom deutschen Jungen und vom deutschen Mädel. Ne? So. Ja, dann muss man sagen, dass die Nationalsozialisten eine weitere Rekrutierungsebene, muss man wirklich sagen, für die Fürsorgeerziehungsheime fanden, nämlich alle die Jungen und Mädchen, die sich weigerten, in der Hitlerjugend mitzumachen. Die Hitlerjugend war die Staatsjugend, sollte die Jugendlichen in Deutschland entsprechend den NS-Vorstellungen prägen und lenken. Und es gab aber Hunderttausende von Jungen und Mädchen, die sich denen entzogen haben. Und dem sind sie schließlich entgegengetreten mit der Einrichtung von zwei speziellen Konzentrationslagern, zwei Jugendkonzentrationslagern, eins für Mädchen hier in der Uckermark und eins für Jungen in Moringen im Solling. Da wurden so circa 4000 Mädchen und Jungen hingebracht in der Zeit zwischen 1942 und 1945. Und das waren Mädchen und Jungen, die in jedem einzelnen Fall über ein Gutachten des für sie zuständigen Jugendamts in die von Himmler eingerichteten KZs gebracht wurden. Das heißt, die Fürsorger und Fürsorgerinnen, die Sozialarbeiter, wie wir sie heute nennen, und die Sozialpädagogen haben dieses System ganz, ganz überwiegend vollständig mitgetragen. Und diese beiden Jugend-KZs, die galten in der Bundesrepublik noch bis weit in die 60er Jahre hinein als Einrichtungen der Fürsorgeerziehung. Die Überlebenden aus diesen Einrichtungen haben sich dann in den 70er Jahren organisiert und darum gekämpft, dass sie als Verfolgte des NS-Regimes anerkannt werden, weil diese politische Anerkennung die Voraussetzung dafür war, dass sie Entschädigungsansprüche stellen konnten. Das wurde ihnen bis in die späten 80er verweigert,
Da lebten nur noch wenige von denen. Das heißt, dieses in den 30 Jahren vor der Machtübergabe an die Nationalsozialisten und dann in den 12 Jahren ihrer Herrschaft weiterentwickelte und verdichtete System von Zwangserziehung ist mit Ausnahme natürlich dieser KZs, ne, die wurden 1945 dann von den Siegermächten geschlossen. In seinem Geist und auch in seinen institutionellen Formen einfach weitergegangen. Es hat weder in der DDR noch in der Bundesrepublik oder vorher in den vier Besatzungszonen noch in Österreich eine Auseinandersetzung mit den Erziehungsvorstellungen der Nationalsozialisten und der Wegbereiter ihres Systems gegeben. Und die Einrichtungen nach wie vor riesige Lager mit kasernenartigen Häusern und immer noch mit Hunderten von Jugendlichen. Die wurden an denselben Standorten einfach weitergeführt, zum Teil mit demselben Personal. Diese Kategorien von hochwertig bis minderwertig, die blieben im Vokabular der Fürsorgebehörden und der Jugendämter erhalten. In der DDR wurde das dann dasselbe Vokabular vom Inhalt her politisch etwas verändert. Dann waren es die Jugendlichen, die sich weigerten, sich in das Kollektiv einzuordnen und in die sozialistischen Aufgaben des sozialistischen Vaterlandes sich da zu engagieren. Und es wurde ihnen also, wenn sie in ihrem nonkonformistischen Handeln oder Denken dann angegriffen wurden, vorgeworfen, sie würden westliche dekadente Gedankenbilder mit sich herumtragen und so weiter. Und dann kommen aber die gleichen Begriffe von Ordnung, Disziplin, Fleiß, Unterordnung, Gehorsam. Das ist absolut identisch. Also man kann vielleicht sagen, dass nach 1945 direkt, also als es noch nicht die beiden deutschen Staaten gab und der Kalte Krieg sich noch nicht voll entfaltet hatte, die größeren und spannenderen Reformansätze sich in der sowjetisch besetzten Zone abgespielt haben, weil viele fortschrittliche, kritische Pädagogen, die emigriert waren vor den Nazis, nicht in die Westzonen zurückgegangen sind, sondern dann in die Ostzone, weil sie diese Hoffnung hatten, dass mit einem sozialistischen System sich auch neue Formen von Erziehung und so weiter verwirklichen lassen. Aber dadurch, dass diese Entwicklung in der sowjetisch besetzten Zone dann durch die aus dem sowjetischen Exil zurückkehrenden Stalinisten dominiert wurde, sind diese Versuche nach und nach alle platt gemacht worden. Weil diese totalen Institutionen das Schlussabsicherungssystem dieses ganzen Systems waren, was mit der Fürsorgerin im Jugendamt anfängt oder mit dem Lehrer in der Schule und von Stufe zu Stufe zum Schluss in der Fürsorgeerziehung oder noch eins drauf im Jugendknast schließlich endet. Ne? Mussten diese Institutionen ihr Funktionieren mit enormen Strafmitteln garantieren. Und das bedeutete, dass in jeder dieser Einrichtungen extra nochmal ein Bunker war, wie die Jugendlichen sagten, ein Knast. Also nochmal eine extrem abgeschlossene Zelle für die, die die Ordnung störten, für Renitente, für die, die Erzieher angriffen, die die Arbeit verweigerten und so weiter. Und die wurden dann in diese Arrestzellen gesteckt, bei Wasser und Brot und hartem Lager, so hieß es, Wasser und Brot und hartes Lager. Eine kleine Zelle, 4x4 Quadratmeter oder so, kein Licht, eine Folterzelle. Und immer wieder sind Jugendliche da reingesteckt worden, immer wieder haben welche versucht, sich da das Leben zu nehmen. Viele in der Zwangserziehung haben sich umgebracht, sind aus den Fenstern gesprungen, haben sich dabei für ihr Leben lang verletzt, haben sich an Betttüchern abgeseilt. Also der Versuch, aus diesen Einrichtungen rauszukommen,
der bestand natürlich immer und der funktionierte immer wieder und immer wieder gab es dabei Opfer. Und sobald die entwichen waren, wurde die Polizei eingeschaltet, dann ging die Fahndung los, dann wurden die geschnappt, dann wurden sie erstmal in die Arrestzelle gesteckt und so ging das immer weiter. Also ein Kreislauf von Gewalt, der eben den Widerstand brechen sollte. Und die erfolgreichen Fälle in der Fürsorgeerziehung, das waren diejenigen, die sich total kaputt gemacht haben und die sich angepasst haben. Ne? Also die zum Schluss als geheilt entlassen werden konnten. So. Ja, und Sie können sich vorstellen, dass also diese totalen Institutionen, Fürsorgeerziehung, Psychiatrie, der Knast, einer der Argumentationspunkte der Studentenrevolte und der außerparlamentarischen Opposition gegen das Gesellschaftssystem in der Bundesrepublik wurde. Also man muss dazu sagen, dieses System der öffentlichen Zwangserziehung hat natürlich nie wirklich funktioniert, Gott sei Dank. Also immer sind sie abgehauen, immer sind sie ausgebrochen. Eigentlich hat das System mehr die Bedeutung gehabt, eine Drohkulisse nach außen aufzubauen. Ne? Du weißt, was dir passiert, wenn du, ne? Du kommst ins Heim, war eine ständige Drohung in proletarischen Familien, aber auch in den Schulen. Und so. Und jedes Kind wusste, was das bedeutete. Und dann schließlich 1990 wurde das alte Gesetz von 1923 abgeschafft. Und es gab dann das jetzt geltende Kinder- und Jugendhilfegesetz, das KJHG oder SGB 8, Sozialgesetzbuch 8, in dem es diesen Begriff der Verwahrlosung nicht mehr gibt, ganz entscheidend. Und in dem das Institut der geschlossenen Unterbringung, der Zwangserziehung abgeschafft ist. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht in der Praxis noch geschlossene Unterbringung gäbe und dass sogar im gegenwärtigen Diskurs immer mehr wieder gefordert wird, dass die geschlossene Unterbringung wieder eingeführt wird. Da wird zwar jetzt nicht mehr gesagt, wir brauchen die geschlossene Unterbringung, Gewalt, Drogen. Der Verwahrlosungsbegriff feiert gerade wieder seine Renaissance. Wird immer unproblematischer wieder in den Mund genommen, auch von Fachleuten. Ganz entscheidend beteiligt ist die Jugendpsychiatrie an diesem Prozess mit ihren Diagnosen. Und gegenwärtig gibt es wieder ein großes Problem mit Jugendlichen, die den Vorstellungen, wie sie ihre gesellschaftlich definierten Entwicklungsaufgaben zu erfüllen haben, um anerkannte Erwachsene zu werden, nicht entsprechen. Nun sagt man nicht mehr geschlossene Unterbringung, sondern man sagt pädagogisch-therapeutische Intensivstation. Also man kann vielleicht sagen, dass nach 1945 direkt, also als es noch nicht die beiden deutschen Staaten gab und der Kalte Krieg sich noch nicht voll entfaltet hatte, die größeren und spannenderen Reformansätze sich in der sowjetisch besetzten Zone abgespielt haben, weil viele fortschrittliche, kritische Pädagogen, die emigriert waren vor den Nazis, nicht in die Westzone zurückgegangen sind, sondern dann in die Ostzone, weil sie diese Hoffnung hatten, dass mit einem sozialistischen System sich auch neue Formen von Erziehung und so weiter verwirklichen lassen. Aber dadurch, dass diese Entwicklung in der sowjetisch besetzten Zone dann durch die aus dem sowjetischen Exil zurückkehrenden Stalinisten dominiert wurde, sind diese Versuche nach und nach alle platt gemacht worden. Also entweder sind die Leute wieder abgehauen, weil sie eben von der stalinistischen Dominanz dann verfolgt wurden in ihren offenen Ansätzen, zum Beispiel Psychoanalyse, Versuche dazu, Psychoanalyse und Pädagogik zu verbinden, gab es am Anfang in der DDR. Nach wenigen Jahren war das alles futsch. Oder die Vorstellung von Makarenko, also zu liberalisieren und zu nutzen, oder das berühmte psychoanalytische Kinderlaboratorium von Vera Schmidt in Moskau aus den frühen revolutionären Phasen der Sowjetunion. Da gab es viele Versuche und die wurden dann also durch natürlich die Konfrontation im Kalten Krieg, aber auch durch die Dominanz der Stalinisten kaputt gemacht. Ne? Sie haben dann in der DDR-Erziehungstheorie natürlich eine kommunistische Sprache. Da geht es um die allseitig entwickelte sozialistische Persönlichkeit,
Da geht es also um die Dominanz des Kollektivs, um die Aufbauleistung und so weiter. Und von da werden dann die Kriterien bezogen für das Gelingen oder das Scheitern einer jugendlichen Entwicklung. Und im Hintergrund verbargen sich die gleichen klassischen bürgerlichen, autoritären Erziehungsvorstellungen. Das hat sich überhaupt nicht geändert. Und das ist ja von heute aus gesehen, Tag für Tag immer wieder neu, das Verblüffende, wie ähnlich sich sozusagen bezogen auf die bürgerlichen Vorurteilsstrukturen diese beiden deutschen Staaten letztendlich gewesen sind. Das ist ja immer wieder verblüffend und das ist an keiner Stelle so deutlich wie im Erziehungsbereich und im Generationenverhältnis. Ne? Für die DDR ein Unterschied zur Bundesrepublik, es gab in der DDR nur einen Jugendwerkhof Torgau. Es gab viele Jugendwerkhöfe, aber nur einen Torgau. Und das funktionierte deswegen so gut, weil die sich nicht anpassenden Jugendlichen in den übrigen Jugendhöfen, die halboffene Einrichtungen waren und noch vergleichsweise eingebunden in bestimmte Strukturen der Region, in der sie waren, Jugendliche, die dort nicht den Vorstellungen der Erziehenden entsprachen, die wurden nach Torgau gebracht. Und dann waren sie da ein halbes Jahr, manchmal ein bisschen länger. Und dann sind sie völlig zerstört und als veränderte Menschen in die Heime, aus denen sie gekommen sind, wieder zurückgebracht worden. Und alle Jugendlichen dort haben an diesem lebendigen Beispiel erlebt, was dir passiert, wenn du nach Torgau kommst. Und außerdem wurde denen dann eine Verpflichtung abgenommen, wenn die aus Torgau entlassen wurden. Sie durften nicht reden über ihre Erfahrung. Das mussten sie unterschreiben. Mit der Bedrohung, wieder in die Einrichtung zu kommen. Ja, und Sie können sich vorstellen, dass also diese totalen Institutionen, Fürsorge, Erziehung, Psychiatrie, der Knast, einer der Argumentationspunkte der Studentenrevolte und der außerparlamentarischen Opposition gegen das Gesellschaftssystem in der Bundesrepublik wurde. Deswegen dann auch also so aktive Unterstützung durch Ulrike Meinhof mit ihrem Buch Bambule und ihrem Film, den sie gedreht hat, hier im Berliner Mädchenerziehungsheim Eichenhof. Und das große Engagement der RAF unter diesen Fürsorgezöglingen. Andreas Bader hat ganz entscheidend diese Heimkampagne mit initiiert und die berühmte Staffelberg-Kampagne. Der Staffelberg war ein großes Zwangserziehungsheim des Landes Hessen, ein staatliches, mit initiiert. Und diese Verstrickung zwischen radikalem politischen Widerstand bis hin zur RAF, der radikalen Studentenbewegung, und der Kritik an diesen Verhältnissen hat damals natürlich dazu geführt, dass es eine enorme Gegenwehr des etablierten Systems in der Bundesrepublik gab. Und es war auch kein Zufall, dass gerade auch Sozialpädagogen, kritische Erzieher, Pädagogen überhaupt, auch Lehrer und Lehrerinnen, dann eine der Hauptgruppen des Berufsverbots in der Bundesrepublik gewesen sind. Ne? Ja, die Heimkampagne hat dann also sehr praktisch gearbeitet. Die haben richtig, also sind in die Heime gegangen, haben diese Knastzellen fotografiert, haben die Jugendlichen dort aufgefordert, da abzuhauen. Sie dann auch erstmal in ihren Wohnungen aufgenommen, hat wieder große Probleme gegeben. Das studentische Milieu und die ganz überwiegend aus den bürgerlichen Mittelschichten kommenden politisch engagierten Studierenden waren dann mit diesen proletarischen Jugendlichen und ihren Verhaltensmustern auch überfordert. Sie hatten den politischen Willen. Sie haben natürlich auch gesagt, das sind die unterdrücktesten und ausgebeutetsten des Proletariats. Es gab dann die sogenannte Randgruppenstrategie, die von Herbert Marcuse theoretisch untermauert wurde. Und es dauerte eine ganze Weile, bis also so eine Art revolutionärer Romantizismus, der damit zusammenhing, zurückgefahren werden konnte. Und da mussten viele bittere Erfahrungen gemacht werden. Ne? Die haben wir dann in ihre Wohnungen aufgenommen. Die haben da natürlich auch gesehen, was die für ein tolles Leben aus ihrer Sicht da führten. Ne? Wollten daran teilhaben, haben die Studenten und Studentinnen, die sie aus den Heimen rausgeholt haben, beklaut und so. Ne? Und das waren schon harte Prüfungen bezogen auf die Theorie.
und auf die Analyse, ne? So, die ihn da abgefordert haben. Aber was daraus entstanden ist, aus dieser Heimkampagne in der Bundesrepublik in den Jahren zwischen 1968 und Anfang der 70er, das hier in Berlin gehörte das Georg von Rauchhaus dazu, eine ganz spektakuläre Einrichtung. Da hatten hunderte von Jugendlichen ein großes leerstehendes Haus in Kreuzberg besetzt. Das gibt es ja immer noch, das Georg von Rauchhaus. Und unterstützt von erwachsenen Pädagogen, ich war auch dabei, dort eine selbstverwaltete, selbstorganisierte Großkommune oder ein Jugendkollektiv gegen die offizielle Fürsorgeerziehung durchgesetzt. Das war eine unglaubliche Auseinandersetzung mit dem Berliner Senat, mit der Abwehr der Heimaufsicht, mit der Legalisierung dieser Jugendlichen, die das Haus besetzt hatten, die zum großen Teil aus dem städtischen Untergrund kamen, abgehauen waren, aus den Fürsorgeheimen abgehauen waren, auf Trepe waren, wie man damals sagte, heute würde man sagen, Straßenkinder, diesen Begriff kennt ja inzwischen jeder, ne? Da gab es 1971, als das Rauchhaus besetzt wurde, in Berlin ungefähr 3000, in Westberlin, 3500 Jungen und Mädchen, Jugendliche, im städtischen Untergrund. Ne? So. Und diese Heimkampagne, die hat dann einen Reformprozess eingeleitet, sehr schwierig, sehr mühsam, mit vielen Rückschlägen. Ich habe wegen dieses Buches und der Besetzung des Georg von Rauchhauses und einer Zeitschrift, die hieß Erziehung und Klassenkampf, die ich mitgemacht habe, 16 Jahre Berufsverbot gehabt im öffentlichen Dienst. Mir ging es noch gut, weil ich ein prominenter Mensch war, viel Unterstützung hatte und so, aber vielen anderen ging es nicht so. Und trotzdem also hat das eben eine Diskussion erzwungen und das ganze geschlossene System also allmählich geöffnet. Das waren so Ergebnisse, die konnten dann durchgesetzt werden und die haben sich auch so verbreitet, dass die heute zum Standard der Jugendhilfe gehören. Ne? Jugendwohnkollektive, Jugendwohngemeinschaften heißen die natürlich heute, sozialpädagogische Jugendwohngemeinschaften. Dann auch das betreute Einzelwohnen, also viele, viele Differenzierungswege der Jugendhilfe haben sich entwickelt und dann schließlich 1990 wurde das alte Gesetz von 1923 abgeschafft. Gegenwärtig gibt es wieder ein großes Problem mit Jugendlichen, die den Vorstellungen, wie sie ihre gesellschaftlich definierten Entwicklungsaufgaben zu erfüllen haben, um anerkannte Erwachsene zu werden, nicht entsprechen. Nun sagt man nicht mehr geschlossene Unterbringung, sondern man sagt pädagogisch-therapeutische Intensivstation. Das Prinzip ist aber dasselbe. Wenn wir sie erstmal haben, werden wir sie schon kriegen, heißt das Motto. Also man muss sie erstmal haben, dingfest machen, sie rausnehmen aus ihren Milieus, aus ihrem umherschweifenden Leben. Man muss sie zwangsweise sesshaft machen und dann braucht man sie dort 6 Monate oder ein Jahr und mit pädagogisch-therapeutischer Intensivbehandlung glaubt man, sie dann auf den richtigen Weg gebracht zu haben. Und wieder brechen sie aus und wieder gibt es Selbstmordfälle. Es gibt viele, viele Bereiche gegenwärtig in der Jugendhilfe, in der Jugendstrafrechtspflege, wo man eine Tendenz zur Härte, zum Durchgreifen, Zero-Toleranz während den Anfängen und so weiter feststellen kann. Und im Zuge dieser Entwicklung haben jetzt eben einige Länder auch wieder zunächst kleine geschlossene Einrichtungen gegründet. Allen voran Hamburg, nachdem dort der Regierungswechsel war mit diesem berühmten Senator Schill. Der hat allein für die Hansestadt eine geschlossene Einrichtung mit 90 Plätzen für sogenannte Intensivtäter geschaffen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wie sich das öffentliche Jugendbild in einer Gesellschaft entwickelt. Und wenn Sie mal nur eine Woche lang eine Medienanalyse machen, was dort über Jugendliche berichtet wird, Printmedien, Fernsehen, Rundfunk und so weiter, dann werden Sie feststellen, dass zu 95% negative Beiträge über Jugendliche gebracht werden. Also Gewalttätigkeit, Drogenkonsum, Folgeprobleme der Arbeitslosigkeit, Lernprobleme in der Schule, und. Ne? Also in den letzten 15 Jahren, ich meine, das hat immer schon eine Rolle gespielt, aber es gibt so Konjunkturen,
die Medienforscher sagen, es gibt Moralkampagnen in den Medien. Und diese Moralkampagnen haben fast immer auch die Jugendlichen im Fokus. Und da spielen dann viele Kräfte zusammen, also eine bestimmte Art der Berichterstattung in Medien, aber die werden auch bedient. Das ist nicht nur eine Sache der Medien, sondern ich sage immer wieder meinen Kollegen, auch den Leuten in der Praxis, dieses Skandalisieren von jugendlichem Handeln in der Hoffnung, man könnte damit irgendwas rausholen für sich selber, Geld für eine Einrichtung, politische Aufmerksamkeit, das geht immer nach hinten los, weil die Dramatisierungsgewinner sind zum Schluss eben nicht die Jugendlichen, die sind die Dramatisierungsverlierer. So, und dann kann man die gesamte Betrachtung der Jugendlichen nur noch unter dem Aspekt von Risiko und Prävention. Also Prävention ist das Zauberwort. Alles, was Prävention verspricht, hat noch Chancen, finanziert zu werden, alles andere nicht. Wir werden ständig müssen die Pädagogen und Pädagoginnen Präventionsversprechen abgeben. Ne? So. Und wenn man unter dem Gesichtspunkt von Prävention eine ganze Generation von Heranwachsenden betrachtet, dann sieht man die nur noch unter dem Gesichtspunkt der Gefährdung, weil ich kann nicht Prävention sagen, ohne Gefahr zu denken. Das geht überhaupt nicht. Das ist absolut identisch. Ne? Das heißt also, die Sichtweise auf Mädchen und Jungen, die heranwachsen, ist unter dem Gefahrenaspekt dominiert. Und dann geht es natürlich immer darum, diese Gefahren abzuwehren. Und ständig gibt es Beispiele dafür, was diese Gefahren ausmacht, wie sie aussehen. Man muss es ja lebendig machen. Und das sind dann lebendige Jugendliche, die vorgeführt werden und von denen dann die Verallgemeinerungen abgezogen werden. So. Das ist ein ganz großes Problem und das hat sich, muss man leider sagen, mit der politischen Wende in Deutschland verstärkt. Und es gibt ja vielleicht überhaupt keine Jugendgeneration, die so massiv stigmatisiert worden ist im letzten Jahrhundert, außer den frühen proletarischen Jugendlichen, wie die Heranwachsenden in den neuen Bundesländern. Ne? So. Und diese Stigmatisierungen, die eröffnen aber einen Kreislauf und produzieren genau das, was man vorgibt zu bekämpfen. Also in dem Maße, wie reale Chancen, das Leben selber zu gestalten und auch einen eigenen, selbstbestimmten Zukunftshorizont sich zu eröffnen, der nicht von anderen definiert wird, wie meine Zukunft sein soll. Ne? Also wenn die Politiker sagen, ja, die Jugend ist unsere Zukunft, allein diese Formulierung ist schon verräterisch. Ne? Nicht die Jugend ist ihre Zukunft, sondern es ist unsere Zukunft. Ne? Und wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Das sind alles diese funktionalisierenden und vereinnahmenden Bestimmungen, mit denen die Jugendlichen eigentlich enteignet werden. Ne? So. Und je mehr die Gesellschaft ihr Versprechen gegenüber Jugendlichen, du hast eine Zukunft, nicht einlöst, nicht einlösen will, nicht einlösen kann, je stärker werden natürlich in den nachwachsenden Generationen auch Tendenzen, sich nicht auf dem zur Verfügung gestellten Parkplatz ruhig zu halten. Ne? Also es werden ständig Parkplätze aufgemacht, diese ganzen Warteschleifen und. Das sind Parkplätze und die Pädagogen werden zu Parkplatzwächtern gemacht. Ne? Und da sollen sie dann warten und ihre Tugenden entwickeln, die müssen sie natürlich entwickeln unter allen Umständen, bis es irgendjemand mal einfällt zu sagen, wir können dich auch gebrauchen. Ne? Das funktioniert über die Jahre nicht. Ne? Und in dem Maße, wie es nicht funktioniert, machen Jugendliche Probleme. Das Gefühl, also man muss die Gesellschaft irgendwie im Griff haben und bei wachsenden ökonomischen Problemen wächst gleichzeitig immer die Sicherheitspolitik. Ne? Also das ist auch so ein Zusammenhang. Ne? Und wenn die Sicherheitspolitik zum strategischen Leitbild einer Regierungspolitik wird, und das kann man ja heute sogar international sagen, Globalisierung und Prävention, Terrorismusdebatte, alles, man kann sogar Präventivkriege machen und so weiter. Also Prävention ist ein Steuerungsbegriff, der inzwischen weltweit eigentlich Repression legitimiert. Und in so einer Atmosphäre ist es schwer, diese anderen Vorstellungen dagegen aufrechtzuhalten und nicht nur, also sie auch offensiv nach vorne zu bringen, nicht nur defensiv zu sagen, ja, aber wir hatten doch schon mal, sondern auch wirklich in die politische Offensive damit zu gehen.